Es ist endlich wieder soweit und nach dieser elendigen langen Sommerpause sind wir wieder da. Wir sind Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf Fancast. Wir machen jetzt die Saisonvorschau. Ich bin übrigens der Wappendribbler und ich mache diesen Megafon 95 Podcast nicht alleine. Mit mir dabei ist auch noch der Micha, der Scherensky 8. Guten Morgen allerseits. Ein gut Kick in die Runde. Jetzt fängst du mit der Verabschiedungsfloskel an, aber Micha, erstmal, wie hast du die Sommerpause überstanden? Ja, ganz gut. Weil ich habe ein bisschen vermisst, zur Fortuna zu gehen, ein bisschen vermisst, mit dir ein paar Aufnahmen zu machen. Aber sonst war es eigentlich recht entspannt. Also mir ging es ähnlich. Ich war tatsächlich schon dieses Jahr in der Spree Arena und habe dort auch dann Fußball geguckt. Und wir sprechen natürlich in dieser Folge darüber, dass sich die Fortuna schon massiv verändert hat. Robert Schäfer ist weg und man merkt jetzt eigentlich so im Gesamtkonzept eigentlich noch gar nicht, dass er weg ist. Weil das Media-Marketing geht weiter in die gleiche Runde, die Trikots, klar, wir wissen alle, dass sie letztes Jahr schon mehr oder weniger kreiert worden sind, maßgeblich unter seinem Einfluss. Praktisch das, was jetzt ab dem Winter passiert, könnten wir sagen, wäre komplett ohne seinen Einfluss oder ohne seine Leitung passiert. Im Limitvertrag, der mit Hitler verlängert wurde, auf 2 Jahre, die Bild sagt, dass wir jetzt 3 statt 1 Million zahlen. Friedhelm Funkel wurde von den 11 Freudentrainer zur Saison gewählt, gehe ich auf jeden Fall mit. Obwohl ich natürlich nicht nur ihn selbst, sondern natürlich auch seinen kompletten Staff mit einbeziehen würde, weil wir aus dem näheren Umfeld wissen, dass natürlich Axel Bellinghausen und Thomas Pläne massiv daran beteiligt waren, die Fortuna taktisch so zu formen, wie sie dann auch aufnehmen. Genau, und ja, eine Sache, die ich anmerken würde, ist Lumpi, der halt, wo ich mir gedacht habe, der spielt kaum in der zweiten, woran liegt's, und dann gab es ein Interview in der Sommerpause, wo er halt auch gesagt hat, nicht jeder hat einen Körper wie Oliver Fink und dass ihm sein Körper auch schon zu schaffen macht und dass der es halt auch nicht mehr schafft, unbedingt 90 Minuten 100% zu geben mehr, weil der halt doch in die Jahre gekommen ist, sag ich mal. Ich glaube, eigentlich ist Lumpi der Normalfall und Fink die Ausnahme. Fink ist definitiv die Ausnahme, was er Verletzungen in den letzten Jahren hatte und der ist immer stärker zurückgekommen nach einer Verletzung. Wie denkst du über Fink, dass der so krass zurückgekommen ist nach so vielen Verletzungen und eigentlich jetzt besser ist als jemals zuvor in seiner Karriere? Ja, ich kann mir das irgendwie nicht ganz erklären, dass der, wie gesagt, der ist halt nicht, sein Körper macht halt mit und der ist gefühlt, ja, ich meine, er ist ja eigentlich schon als gesetzter Spieler zu Fortuna gekommen und ist trotzdem seit 10 Jahren bei Fortuna. Ja. Ist auf jeden Fall respektabel und schön für ihn, dass sein Körper das auch mitmacht. Weil beim Beispiel Lumpi sieht man, dass das halt keine Selbstverständlichkeit ist, dass man dann so lange noch so Top-Niveau leisten kann. Also was passiert ist, wir haben jetzt Karlsberg in der Arena schon wahrscheinlich, glaube ich. Genau. Auch das ist natürlich ein lukrativer Deal von der Fortuna bzw. D-Live. Da müssen wir nicht krass drauf eingehen. Bevor wir jetzt so ein bisschen weitermachen, PSG hat unter anderem in Oberhausen und Düsseldorf eine Akademie gegründet für Jugendspieler, die da halt dann mehr oder weniger trainieren und dann halt zu ihrem Verein zurückgehen, wo die halt sonst so aktiv sind. Siehst du darin Nachteile für unsere Jugendarbeit, dass sich ein Spieler eher entscheiden könnte zu sagen, okay, ich habe das normale Spiel, normales für meinen Verein plus ein Extra von PSG und bin in dieser Akademie drin? Ja, ich glaube schon, dass es dadurch passieren kann, dass natürlich die Top-Talente, die jetzt hier in Düsseldorf sind, dann nach Paris wechseln. Aber ich sag mal so, die Top-Talente, die sind eh weg, wechseln nach Gladbach, Köln, Leverkusen. Und vielleicht bleibt dann ja einer hängen, der dann irgendwie über die PSG-Akademie irgendwie den Weg in die Jugend von Fortuna Düsseldorf macht. Nein, wir haben natürlich noch ein paar neue Mitarbeiter. Christian Kuck wird Marketingvorstand, Marquez wird Leiter des Lizenzsportbereiches, Torge Hollmann wird den Leiter des Spielbetriebs übernehmen, Andreas Kruse wird Athletiktrainer und Videoanalyst, hat man sich auch noch verstärkt. Lukas Trittel wird der neue Physiotherapeut, hat man dann auch einen mehr im Team. Diese Verpflichtungen sind halt, sagen wir, gehen jetzt mal auf die zwei Athletik, auf den Trainer, Videoanalyst und Therapeuten ein. Es ist halt eine Verbreiterung des Trainerstabs und halt eine Professionalisierung. Mannschaften wie Bayern, Dortmund, Gladbach etc., die haben schon länger mehrere Videoanalysten, wir haben schon länger mehrere Physiotherapeuten, die sich dann auch individuell um verletzte Spieler kümmern können. Eigentlich eine gute Sache. Ja, natürlich. Das ist immer gut, wenn das Trainerteam ein bisschen breiter aufgesetzt ist. Und
Ja, man merkt halt, dass dann der Erstliga-Standard bei Fortuna einkehrt mit so Sachen, dass man halt den Trainerstab auch verbreitert und nicht nur in den Kader investiert. Kommen wir dann eigentlich auch direkt mal zu dem Kader. Wir haben ein paar Zugänge, unter anderem Thomas Pledel aus Ingolstadt, Florian Kastenmeier aus Stuttgart, Bernhard Tekbetay kommt aus Schalke, Erik Tommy ist ausgeliehen, Nana Ampoma ist gekommen, Louis Baker, Markus Suttner, der hat einen Einjahresvertrag bekommen, Zach Steffen kommt von Man City, beziehungsweise von Columbus. Jetzt haben wir natürlich auch einige krasse Abgänge, die man dagegen spielen könnte, mit Usami, Gül, Joa, Duxch, Rahman und Nielsen, der jetzt nach Fürth ausgeliehen worden ist. Micha, wir haben auch Luke Bakke noch verloren, aber wenn du dies gegenüberstellst, haben wir eher hochwertiger ersetzt oder eher niedriger ersetzt als das, was vorher da war? Ja, ich sag mal so, wir haben in Talente investiert, die halt erst beweisen müssen, was sie können. Also praktisch das, was bei Rahman, weil Rahman ist ja auch eigentlich als No-Name gekommen. Jetzt ist er halt ein gestandener Bundesligaspieler. Für mich ein Spieler mit 24, 25, 23 kein Talent mehr. Rahman kam mit uns mit 20 und der hat Skandale gehabt in Belgien, ist er mit dem, ich glaube Lamborghini war es, für irgendeinen teurer italienischen Sportwagen, fuhr er beim Training vor und danach war es halt durch. Dann kam der irgendwann nach Fortuna, mal hat die Hunde beruhigt. Und das, was jetzt bei Schalke mit ihm abgeht, das kann ja jeder irgendwie in der Zeitung mit den vier Buchstaben nachlesen. Aber ich finde, wir haben uns qualitativ auf jeden Fall verstärkt. Erik Tommy, maximaler Leistungsträger gewesen bei Stuttgart. Immer so ein bisschen unterschätzt, meiner Meinung nach. Nana Ampoma hat eine krasse Saison in Belgien gespielt, dafür, dass er eigentlich nur bei einem Durchschnittsteam war. Finde ich Louis Baker, zweiter englische Liga, mal gucken, wie gut er da jetzt rüberkommt. Bernhard Tekbetay, der war auch teilweise in Spielen bei Paderborn in der zweiten Liga ziemlich vorgewillt, hat aber auch richtig krasse Spiele gemacht. David Kovnacki, damals den jetzt nochmal ausgeliehen und man hat jetzt diese angeblich nach 10 Spielen die Kaufpflicht von 7,5 Millionen, was auch schon mal wesentlich weniger wäre als, ich glaube, 12 Millionen, die man letztes Jahr berichtet hat. Ja, man hat auf jeden Fall mehr gleichwertige Spieler. Vielleicht ist man jetzt nicht in der Spitze besser, aber auf jeden Fall in der Breite. Da hat man auf jeden Fall nachgelegt. Quarkio ist nach Berlin, weil die 20 Millionen plus Boni irgendwie auf den Tisch legen, die im Verein verankert waren. Berlin hat halt einen neuen Investor und da können die jetzt die Kohle auf den Tisch hauen, ne? Findest du das denn irgendwie, ich sage jetzt einfach mal blöd, dass Fortuna nicht diese Sparte geht, sagt, wir kaufen unsere Anteile an verschiedene Großinvestoren, weil Berlin macht das clever. Berlin macht das im Gegensatz zu anderen Mannschaften, mit dem HSV ziemlich clever und verkauft halt wirklich die Anteile halt nur an bestimmten Käufer, die halt dann auch große Summen investieren. Beim Hamburg konnte ja irgendwie jeder irgendwas kaufen und meistens war es halt dann doch der Herr Kühne. Egal. Wie findest du es? Ja, an sich finde ich es halt, kommt halt immer drauf an. Ich würde auch nicht direkt sagen, dass ein Investor immer scheiße ist, aber im Normalfall ist halt, dass der Investor dann auch irgendwie was zu sagen haben will. Weil keiner wird dann irgendwie 10 Millionen Fortuna, also keiner wird sagen, hier habt ihr 10 Millionen, macht damit, was ihr wollt, sondern da wird immer noch irgendeine Forderung gemacht. Und diese Forderung ist halt das Problem, weil ich hätte kein Problem, wenn jetzt einer sagt, hier, nimm 10 Millionen, kauf davon einen guten Spieler und der Rest ist mir scheißegal, aber das ist, glaube ich, eine Utopie und in Wahrheit wird man dann sagen so, ja, hier habt ihr 10 Millionen und ich will, dass ihr diesen einen Spieler kauft und der muss dann mindestens so und so oft spielen und das ist halt das Problem, dass man mit dem Geld dann halt auch Forderungen stellen kann und wenn es halt keine Forderung geben würde, wäre es ja eigentlich ganz in Ordnung. Weil zum Beispiel, was jetzt eigentlich, womit es mich, glaube ich, auch unbeliebt macht, ist Dietmar Hopp. Der ist meiner Meinung nach, mittlerweile ist er ja fast raus bei Hoffenheim. Und das ist so, von dem hört man da nichts mehr, der ist da irgendwie im Hintergrund. Und sowas ist meiner Meinung nach was anderes als das, was halt Red Bull macht. Das wird dann natürlich, das wäre wieder eine komplett eigene Folge, wenn wir das jetzt ausdiskutieren würden.
Wir können das gerne mal anschreiben. Wenn ihr Bock auf so Special-Folgen habt, könnt ihr das gerne mal in die Comments auf YouTube schreiben oder schreibt es eine E-Mail an polygmikrofonpodcast@gmail.com. Natürlich könnt ihr uns auch auf der Twitter-Maschine diese Nachricht zukommen lassen, ob es öffentlich oder privat ist. Das ist eure Entscheidung. Jetzt haben wir natürlich Göttgen Gül ein weiteres Jahr nach Wiesbaden gelegen. Die sind aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Bloß für ihn natürlich noch mal ein bisschen höhere Klasse zum Skipraxis sammeln. Und Joa geht nach Kiel. Vorher war der in Aue gewesen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Joa bei uns sich durchsetzen könnte, weil der eigentlich von der Anlage ein Typ ist wie Luke Bacchio, groß, schnell. Ihm fehlt so ein bisschen die Masse, die Körperlichkeit. Er ist so ein bisschen schmächtiger, ist nicht ganz so körperlich robust. Aber eigentlich von der Anlage her mit Tempo und Kopfball passt in die gleiche Schiene. Hält man bei Fortuna ihn noch nicht reif genug? Er ist jetzt mittlerweile auch 22, 23. Also der Sprung für die Bundesligamannschaft müsste ja eigentlich dann spätestens nächstes Jahr kommen, ansonsten wird's schwierig. Meiner Meinung nach könnte man es ihm ja gerne zutrauen, aber irgendwie glaubt Fortuna anscheinend noch nicht, dass er den Durchbruch schafft und reicht ihn dann ja halt nochmal nach Kiel aus. Ja, im ersten Spiel bei Kiel hat er auch direkt ein Tor gemacht, das für ihn spricht. Und meinetwegen kann er gerne eine überragende Saison in Kiel spielen und dann nächste Saison bei uns wieder. Ich hoffe, man gibt ihm auf jeden Fall nochmal die Chance. Ob Fortuna eine Chance hat, wenn wir sehen, wir spielen im ersten Pokal gegen Willingen, dann geht es auswärts in Bremen, erster Spieltag, dann gegen Leverkusen, da werde ich übrigens im Stadion sein. Und dann geht's natürlich auswärts Frankfurt, Heim, Wolfsburg, Mönchengladbach. Puh, also 5 Niederlagen auf 6 Spielen. Pokal ist natürlich Pflichtsieg. Aber wenn man dann überlegt, Bremen, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Mönchengladbach, ist halt schon ein Auftaktprogramm, wo ich mir denke, so, da könnten auch 5 Niederlagen am Stück drin sein. Aber die Defense ist ja irgendwie geschafft, dass es für jede Mannschaft irgendwie, ich habe mir die mal durchgeguckt in die Spieltage, für jede Mannschaft die ersten Spiele, wenn du sagst, boah, das wird eine spannende Saison. Also hat die DFL echt eine geile Arbeit geleistet. Naja, ich sag mal so, dass allein, dass die DFL den Wunsch von Fortuna nicht angenommen hat, weil dass Fortuna am 17. Spieltag ein Heimspiel hat, obwohl die Arena da eigentlich belegt ist und dafür dann jetzt die irgendwo eine Skiveranstaltung abgesagt werden musste, weil die DFL gesagt hat, ist uns egal. Wir setzen dann ein Heimspiel an. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich denke mal so, von den ersten 5 Spielen kann Fortuna rein auf dem Papier glücklich sein, wenn man 3 Punkte holt. Und ich hätte mir gerne ein leichteres Auftaktprogramm gewünscht. Wie gesagt, Bremen bis jetzt sehr, sehr schwache Vorbereitung. Leverkusen, da hat Bosch echt krass wild rotiert. Teilweise 30, 35, 40 Spieler mit dem Trainingslager gehabt und hat auch irgendwie alle irgendwie mal spielen lassen, so Testspielen. Also auch Vogelwild. Frankfurt, die machen ihre Freundschaftsspiele momentan in der Europa League Qualifikation. Da haben die jetzt gegen estländische Mannschaft knapp 2-1 gewonnen. Also mal gucken, wie es da geht. Wolfsburg, ist immer eine Wundertüte. Es ist 16. Also zwischen Platz 3 und Platz 17 ist alles drin bei denen jede Saison. Auf jeden Fall neuer Trainer und ein paar neue Spieler und alles komisch. Und das macht mir echt Ambitionen dieses Jahr, obwohl die Spieler meiner Meinung nach genauso gut sind wie die Saison davor. Aber da können die ein oder anderen Leute, die vielleicht 2 Herzen in der Brust haben, eins was rot-weiß, eins was schwarz-weiß ist, gerne mal ein bisschen was in die Kommis reinschreiben. Wollen wir mal so ein bisschen die Position von dem neuen Kader durchgehen und uns mal so ein bisschen bequatschen, wer denn da so gesetzt ist und wer nicht. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, jetzt nach der Verletzung von Michael Rensing wird Zach Steffen auf jeden Fall Nummer 1 in seinem Tor. Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte auch behauptet, dass Zach Steffen auch Stammspieler geworden wäre, wenn Rensing sich nicht verletzt hätte. Da ist, glaube ich, die Qualität zu gut. Also ich habe mir mal Videos von ihm angeguckt, was man halt auf YouTube sieht. Das sind dann natürlich so die Highlights. Das kann man dann natürlich nicht auf jedes Spiel setzen, aber alleine, dass der Fußball spielen kann, sage ich mal, das ist schon
Also ich sag mal so, wenn Rensing einen Pass zurückkriegt, da dachte ich mir immer so, ja okay, der bolzt den eh blind nach vorne oder spielt einfach flach auf Eihahn. Weißt du, wen ich da geil fand? Wen? Florian Kastenmeier. Ich hab die ersten Testspiele gesehen, wo der Steffen Transfer noch nicht da war. Und du hast gesehen, in der ersten Halbzeit, wenn Rensing am Ball war, war Heiliger schon sehr tief. Meistens zweite Halbzeit startet der Kastenmeier und die Verteidiger standen sehr hoch. Und der hat die meistens die ersten Minuten, weil er vielleicht mit nach vorne geschoben. Plötzlich hatte er den Ball und stand auf einer Linie mit den Innenverteidigern. Was ich sehr, sehr skurril fand, das kannte ich so von der Fortuna gar nicht. Und wenn Kastenmeier angefangen hat und Rensing dann zweite Halbzeit gespielt hat und den Ball hatte, waren die Verteidiger sehr weit vorgerückt und die mussten dann zurücklaufen, um den Ball vom Rensing anzunehmen, weil er den Ball nicht so lange da vorne gespielt hat. Ja, aber bei Kastenmeier, das habe ich auch schon mitbekommen, dass er ist halt auch ein guter Fußballspieler. So, und dann merkt man halt, dass der aus einer Torwart-Generation kommt, wo man halt auch noch gelernt hat, wo man wirklich auch noch Fußball spielen gelernt hat und nicht nur, ja, du bist Torwart, lern Torwart zu sein, sondern auch mal mit einem Langpass, mal den Gegner zu überlupfen, auch mal vielleicht den Ball nicht direkt nach vorne zu schlagen, sondern einen Haken zu machen, um den Gegner an sich vorbeilaufen zu lassen und dann in Ruhe aufzubauen. Und das ist halt was Rensing nicht gelernt hat. Und deswegen, das sind so Sachen, die können halt Kastenmeier und Steffen. Und das freut mich, weil ich so ein Torwartspiel halt bevorzuge. Die Frage ist, hätte sich Florian Kastenmeier gegen Michael Rensing durchgesetzt, wenn sechs Steffen nicht gekommen wäre? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass die aktuelle Planung von Lutz Pannenstiel ist, wir geben Kastenmeier ein Jahr in der zweiten Mannschaft, damit der da ein bisschen noch spielen kann. Und wenn sechs Steffen weggeht, weil das ein Spieler, da haben wir auf jeden Fall gar keine Chance. Das eine geliehen, ja, ist genau, ja, glaube ich, 10 Millionen gekauft, ne? Genau, und dass der dann halt nach diesem einen Jahr, ich sag mal so, wenn man dem noch das eine Jahr gibt, dann ist er im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Option als Stammtorwart für Fortuna. Weil er hat auf jeden Fall gute Anlagen, die muss er halt jetzt nochmal unter Beweis stellen, dass er auch Bundesliga-Niveau hat, beziehungsweise je nachdem, wie die Saison läuft, gutes oder sehr gutes Zweitliga-Niveau. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn wir so eine Prognose stellen, wie wir sehen, wie es alles ablaufen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie besetzen wir beide die Linksverteidiger-Position? Natürlich haben wir da Nico Gieselmann und Nico Contento. Nico Contento traut man aber allerdings noch nicht zu, konkurrenzfähig zu sein vom Fitness- und Leistungsniveau und der Spielpraxis. Nico Gieselmann. Weshalb man Markus Suttner ablösefrei für ein Jahr flüchten konnte. Siehst du die beiden auf einem Niveau oder siehst du einen ein bisschen stärker? Weil Suttner ist ja auch schon 32, noch ein, zwei Jahre Profi. Ja, für mich ist als Linksverteidiger Nico Gieselmann zu 100% gesetzt. An dem kommt meiner Meinung nach kein Spieler vorbei. Das ist für mich ein Spieler vom Level Eihahn, vom Level Pink. So, da kommst du eigentlich nicht vorbei. Also meiner Meinung nach kannst du den nicht auf die Bank setzen. Das ist ein Spieler, den musst du spielen lassen, den musst du von Anfang an spielen lassen. Und Suttner ist dann halt, wenn er sich mal verletzt oder wenn man mal halt rotiert, weil man irgendwie eine englische Woche hat, dann kann man den mal spielen lassen. Aber ich bin der Meinung, Gieselmann ist 100% gesetzt. Oder meiner Meinung nach sollte er 100% gesetzt sein. Für mich sind beide zumindest die ersten 3-4 Spiele 100% gesetzt. Und nämlich hat Gieselmann für die linke Position gepackt. Ich Suttner, aber ich habe auch Gieselmann gestarten lassen, weil halt aus intern und aus den Medien mehrfach die Meinung gab, dass einfach weder Tech-Partei noch Ampomann beide fit oder Praxis genug eingeübt sind für die Bundesliga. Aus dem Grund habe ich jetzt einfach mal Suttner auf links gesetzt, weil ich Gieselmann die angespielte Saison ins linke Mittelfeld schiebe, weil die sind ja mehr oder weniger, haben sie also auf der linken Seite rotiert, mal war einer Linksverteidiger, mal der andere. Praktisch das Äquivalent zu Zimmer und Zimmermann, wo du eigentlich auch nicht wusstest, wer ist jetzt linker Mittelfeldspieler oder wer ist jetzt Mittelfeldspieler, wer ist Verteidiger, weil die das komplett durchrotiert haben, je nach Situation. Genau. Ich habe allerdings Zimmer rechts gesetzt und dann Kownacki auf die rechte Seite gepackt, weil der halt in die Mitte ziehen und seinem linken Fuß echt krass
Tore schießen könnte. Gehen wir auch mal zur rechten Position. Zimmermann, Zimmer, wer wird da gesetzt sein? Ja, ich bin der Meinung, Zimmermann wird gesetzt sein, weil der hat letzte Saison auch komplett alle Spiele gespielt. Zu Saisonbeginn ja noch im Mittelfeld. Ja, genau, zum Saisonbeginn noch im Mittelfeld. Aber ich glaube, der ist halt so ein Spieler, Kategorie Botzek, der halt funkelt, der halt genau in das Schema von Funkel passt und der ist halt auch so ein Kämpferschwein, weil Zimmer ist halt auch so einer, der ist halt so eine Wundertüte, der macht halt viele Sachen, also der geht halt auch mal ins Risiko und wenn man ins Risiko geht, kann man halt auch Fehler machen und Zimmermann ist eher so ein souveräner Spieler, der halt nix, sag ich mal, der macht jetzt, ich sag mal so, in Noten gesprochen ist er halt eine solide 2 bis 3 und Zimmer kann halt auch mal eine 1 sein, aber kann halt auch mal eine 5 sein, so ungefähr. Der Matthias Zimmermann, dem wurde in der Jugend nachgesagt, bei Fürth nachgesagt, egal wo er war, bei Stuttgart nachgesagt, er kann nur kämpfen und laufen. Fußball spielen hätte eigentlich sein lassen sollen, hätte Leichtathlet werden sollen. Hat er letztes Jahr bei Fortuna so eine krasse Saison gespielt, wirklich seine beste Saison in seiner Karriere, mit Abstand, wirklich 4-5 Mal so gut wie sonst. Ich glaube nicht, dass er das Niveau, was er letztes Jahr hatte, dieses Jahr annähernd halten kann. Sondern dass wir eher den Matthias Zimmermann sehen werden, der kämpft und läuft, aber dieses ins Risiko gehen halt massiv scheitert und der Funkel nach ein paar Spielen sagen wird, sorry, aber wenn du so vogelwild bist, kann ich das nicht vereinbaren in der Bundesliga. Ja, ich gehe davon aus, dass der auf das Niveau kommt von letzter Saison und dann führt an ihm eigentlich keinen Weg vorbei. Natürlich kann es sein, dass er dann, sag ich mal, das Niveau von der Saison nicht halten kann. Aber dann haben wir halt noch einen Zimmer in der Rückhand, der das auf jeden Fall auch sehr gut lösen könnte, wenn da ein Formabfall passieren sollte. Wir haben die Innenverteidigung gewählt mit Hoffmann und Eihahn. Wir haben beide Hoffmann und Eihahn gewählt. Also müssen wir nicht so diskutieren. Wenn Eihahn bleibt, klar ist der gesetzt. Da gibt's ja diese ominösen Angebote von Bergamo, die irgendwie mal stimmen, mal nicht stimmen. Aber viel wichtiger ist, dass ich Gieselmanns linke Mittelfeld gepackt habe und du fürs linke Mittelfeld Erik Tommy getan hast. Also Erik Tommy ist Neuzugang, er kann links, Mitte, rechts alles spielen, also Mitte eher zentral offensiv. Stürmer könnte er auch, aber eigentlich sind seine 1,74, 75 ein bisschen zu klein. Erik Tommy hat eine krasse Vorbereitung gespielt und das, was ich von ihm gesehen habe in Stuttgart, was leider nie viel war, war halt schon sehr beeindruckend. Ja, das auf jeden Fall. Der hat mir sehr gut gefallen. Der hat mir damals in Karlsruhe war das, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Die Vorbereitungsspiele, die ich von ihm gesehen habe, haben mir auch sehr gut gefallen und deswegen ist das für mich so ein kleiner so ein Transfer wie Zimmermann, von dem man eigentlich nicht so viel erwartet, aber der halt kämpft und läuft. Was kommt bei Fortuna halt immer gut an. Und deswegen habe ich den ins linke Mittelfeld gesetzt in meiner Startaufstellung. Ich hatte überlegt, Erik Tommy da reinzupacken, aber ich hatte halt die Überlegung, halt Zimmermann da reinzusetzen. Und wenn Kornacki halt den Stellen wie letztes Jahr dann halt einfach auf rechts geht statt links, dann ist der halt gesetzt. Und Erik Tommy war ich mir halt nicht sicher, wenn Fink halt spielt und Fink halt so spielt wie in der Vorbereitung, also als Hängespitze, offensiver Mittelfeldspieler, irgendwie so ein Gedöns, es hat keinen Platz für Erik Tommy. Deswegen habe ich ihn halt einfach nicht reingewählt, obwohl er mit seiner Dribbelstärke und Sprintgeschwindigkeit auf jeden Fall eine Bereicherung für jede drei Positionen ist. Ob er die Qualität hat, wie Stöger im Moment mit dem Kreuzbandriss verletzt ist, ist ein anderes Thema. Stöger besprechen wir gleich danach nochmal. Aber für das zentrale Mittelfeld habe ich mir gedacht, ja, Business as usual, mit Sobotka und Morales. Ich habe halt einen defensiven Mittelfeldspieler aufgestellt mit Sobotka und habe dann halt Fink und Barker ins zentrale Mittelfeld gepackt, 4-1-4-1. Ich glaube, auf Sobotka können wir uns auf jeden Fall einigen. Der muss eigentlich spielen. Der ist so, wie ich gerne sage, ist das so der kleine Fink, der auf jeden Fall in diese Pink-Rolle wachsen wird oder eigentlich schon gewachsen ist. Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei und dann wird er sich auf jeden Fall als Führungspersönlichkeit im Kader etablieren. Spielerisch sollten Morales und Baker kein Gusnage sein. Beide sind Panelspieler, beide sind sehr kurzpass-sicher. Beide haben halt auch ein gutes Pressing,
und halt eine gute Antizipation, um Passwege zuzustellen. Micha, jetzt hast du auf die Rätsel natürlich Tech-Partei gesetzt, ich Kovnatski. Tech-Partei war in der letzten Saison Paderborn sehr gut, hatte aber auch echt vorgewählte Spiele mit unnötigen Ballverlusten und Konter, die daraus resultierten. Das, was ich von ihm in der Vorbereitung gesehen habe, ich habe nicht alle Spiele gesehen, aber so gut die Hälfte, fand ich ihn eigentlich sehr gut, weil der, also von der Statur her wirkt er eher so wie so ein Rahman, wenn dann mal einer mit dem Körper zwischengeht. Aber das ist schon ein bisschen, muskulöser, ja, kräftiger. Dass er dann sich da nicht durchsetzen kann, aber beim Partei war es so, dass er auch mal gegen zwei Gegenspieler sich durchsetzen konnte und dann den tödlichen Pass spielen konnte. Ja, das hat mir halt imponiert und deswegen habe ich ihn halt in meine Startaufstellung gesetzt als rechter Mittelfeldspieler. Alternativ habe ich auch überlegt, da den Zimmer reinzupacken, was dann aber für mich dann eher eine Defensivvariante wäre, was meiner Meinung nach auch wieder für einen Funkel was wäre, aber ich habe halt die Hoffnung, dass man doch eher in die letzte Saison geht, dass man dann doch eher, ja, egal, wenn wir zwei Tore kassieren, wir schießen halt drei, mit so einer Mentalität spielt. Ich könnte mir das tatsächlich aber vorstellen, dass er für die ersten vier, fünf Spiele, außer das Pokalspiel, vielleicht eine sehr offensive Funktion sehen, aber in den ersten vier, fünf Bundesliga-Spielen echt vielleicht tatsächlich Gieselmann und Zimmermann auf den, oder Zimmer auf den Außen sehen. In der Kombination mit Suttner und Zimmermann. Das kann ich mir auch, also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Weil er halt dann wirklich sagt, wir machen eine 5er, eine 6er, 7er Kette auf. Ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, auf der anderen Seite hoffe ich aber, es war Zuna mit so viel Offensivspielen, wie man geholt hat, mit Kovnatski, mit Tommy, mit Tech Partei, Anpoman, dass man da einfach so krass offensiv und schön nach vorne spielt. Und die einzige Position, wo wir vielleicht unterbesetzt sind, der zentrale Stürmer ist, wo man sich da verlassen muss, dass Hennings vielleicht alle Spiele durchmacht, außer man selbst, natürlich wie du, da wird Kovnatski im zentralen Sturmzentrum. Ja, ich habe Kovnatski bei mir ins Sturmzentrum gepackt, ja, weil die haben ja eigentlich nur Hennings, Kovnatski und Karaman, wo Karaman eigentlich gefühlt auch eher linker Mittelfeldspieler ist, was er bei Fortuna gespielt hat. Ich habe auch überlegt, ob ich Hennings in Sturm pack und Kovnatski ins linke Mittelfeld, aber das ist für mich so eine Frage dann, gegen wen man spielt und ob man dann mit zwei Stürmern spielt, weil wenn man mit zwei Stürmern spielt, meiner Meinung nach Kovnatski und Hennings dann gesetzt als Doppelspitze. Aber dann muss man dann nach hinten halt wieder umdisponieren. Und ja, aber für mich ist auf jeden Fall, Kovnatski ist für mich auf jeden Fall auch ein Stammspieler, auf welcher Position, ob der jetzt links Mittelfeld oder Stürmer spielt oder auch mal nach rechts ausweicht. Das wird sich zeigen, aber meiner Meinung nach wird er oder sollte er die meisten Spiele machen nächste Saison. Ich habe Fink ins offensive Mittelfeld oder die Dreierkette gewählt, wie ihr wollt, und dann Hennings als Einzelstürmer vorne drin, weil das hat er auch meistens in der Vorbereitung dann so gespielt. Jetzt müssen wir uns irgendwie ein bisschen einigen. Steffen sind wir gleich mit Hoffmann und Eihan sind wir gleich mit, jetzt unterscheiden wir uns halt mit Suttner und Zimmermann. Ich würde einfach sagen, wir könnten Gieselmann nach links packen, Zimmermann nach rechts. Jetzt ist halt die Frage, du hast halt das Dreier-Mittelfeld außer Sobotka, Fink und Baker. Ich habe halt noch Morales statt Baker da drin. Meine Meinung ist, Morales, wenn er spielt, spielt er halt, weil er letztes Jahr schon Erfahrung in der Mannschaft gesammelt hat. Das wäre also der einzige Punkt, wo ich persönlich sagen würde, das spricht gegen Baker. Ja, ich habe halt Baker drin, weil er neu ist. Was? Weil er neu ist, weil er frischer Transfer ist, nein, und du frisches Blut hast im Kader. Weil eigentlich ist die Position, auf die ich Baker gesetzt habe, ist halt Stöger. Stöger ist verletzt. Die Position sollte eigentlich Barkok übernehmen. Ich habe Barkok in der Vorbereitung gesehen. Ich habe eigentlich Barkok immer gelobt und in der Vorbereitung fand ich den komplett grottenschlecht. Und er hat sich halt nicht wirklich aufgedrängt. Aber ja, da gab es genau. Auch einige andere, die sich nicht aufgedrängt haben. Thomas Pledel zum Beispiel hatte ein gutes Vorbereitungsspiel, so eine Aktion da drin, aber so richtig aufmerksam war es dann auch nicht. Baker ist halt für mich einer,
der halt auch technisch gut ist, der halt in die Richtung Florian Neuhaus geht, der auch mal einen Dribbling machen kann, der auch mal einen tödlichen Pass spielen kann. Der hat allerdings auf dem hohen Niveau erste Liga noch nie gespielt. Zweite Liga, dritte Liga, ja. Aber erste Liga, ob jetzt Premier League oder Bundesliga, hat er noch nicht gespielt. Außer du sagst natürlich die Championship, also die zweite englische Liga, hat ihn das Niveau der Bundesliga. Ja, aber Schöger hat vorher auch nie Bundesliga gespielt und hat es dann doch, der hat dann in der zweiten Saison, in der ersten Saisonhälfte, ja, habe ich ihn regelmäßig für den schlechtesten Spieler in der Fortuna-Kader gehalten. Ja, aber der hat dann halt seine Anlaufphase gebraucht. Ramon hat ja auch in der Hinrunde eigentlich eher durchschnittlich gespielt. Der hat ja in der Rückrunde dann so aufgedreht. So anders als Luke Bakio, der in der Hinrunde gut war und dann in der Rückrunde ein bisschen zurückgefallen ist. Aber das ist ja dann auch so. Für mich ist Baker halt so einer, wie soll ich sagen, ist halt so einer, der dann mal ein bisschen Kreativität ins Spiel bringen kann. Wohingegen Morales ist halt eher einer, der in die Richtung Botzek geht, der eher so ein Zerstörer ist, als so ein Baker, der halt auch mal so einen Zauberfuß hat. Zumindest theoretisch, ob der es dann auf den Platz bringen kann, ist dann natürlich für mich wäre die Frage, ob du in der Bundesliga jemanden brauchst, der einfach dem Gegner das Kreuzband bricht. Na okay, ich sag mal so, dafür hast du ja Fink und Sobotka. Ich sag mal so, Fink und Sobotka sind ja eigentlich Kategorie Botzek, nur halt in wir lösen das filigraner. Botzek ist halt einer, ich hau dazwischen und hol mir notfalls die gelbe oder rote Karte ab. Und wenn er dich trifft, bist du verletzt. Ja, und Fink und Sobotka, die sind halt eher so welche, die grätschen auch, aber die grätschen halt nur, wenn die 100% sicher sind, dass sie zumindest in Nähe von dem Ball kommen. So, zu 70% kriegen die dann auch den Ball. Manchmal trifft man dann den Gegner, dann gibt's halt ein Foulspiel, aber das ist dann nie sowas, wo man dann sagen kann, okay, da musst du dem jetzt Rote geben, wie bei Botzek gegen Dortmund, was halt auch meiner Meinung nach halt eine Grätsche ist. Wenn du die ein bisschen besser timest, dann spielst du den Ball und dann kriegst du nicht mal einen Foul. Aber weil der halt dann die halbe Sekunde zu spät kommt, gibt's halt die glattrote Karte. So, dann ist die Frage, ob Morales oder Baker. Ich hätte da gern einen Kreativen. Also, weil meine Überlegung war, auf die Position packe ich da den Barkok oder den Baker hin. Dann einigen wir uns auf die Friedel-Pucki-Vision und packen also Morales auf die Position, weil er den kennt und der halt einfach defensiver spielt. So. Ja, Morales ist auf jeden Fall einer, was letzte Saison oft so war. Er gewinnt, der ist zwar gefühlt irgendwie nicht mal 1,80, aber die Abschlüsse von Rensing gingen immer auf Morales, wenn er gespielt hat, und er hat trotzdem immer jedes Kopfballduell gewonnen, was halt für ihn sprechen würde wieder. Er hat ein sehr gutes Stellungsspiel, offensiv wie defensiv. Du wirst erleben, wenn der Ball auf ihn zukommt und nicht halt in massiver Höhe ist, er bewegt sich zum Ball. Also er weiß, dass der Ball zu ihm fliegt und bewegt sich zu ihm und versucht ihn halt direkt abzugeben, weiterzuleiten. Der ist halt kein Spieler, der den Ball, der aus der Höhe kommt, annimmt und dann halt es mal guckt, sondern der versucht ihn direkt mit ein, zwei Kontakten weiterzuleiten. Das kann er wirklich sehr gut. So, jetzt hast du als Flügelzange Zack, Tsai und Tommy gewählt. Ja, ich habe Kovnatski halt auf den Flügel gesetzt. Jetzt müssen wir uns halt einigen, siehst du Kovnatski halt eher im Sturmzentrum und ist er besser als Hennings? Oder sagt der Friedrich Funkel, eigentlich habe ich Hennings die ganze Vorbereitung im Sturmzentrum spielen lassen, dann ist er da auch erstmal gesetzt. Meiner Meinung nach hätte dann Fortuna zwar irgendwie 5 Spieler für den Flügel, das ist jetzt schon ziemlich krass. Aber denkst du, dass Kovnatski eine Chance hat im Sturmzentrum gegen Hennings? Oder dass Funkel sagt, okay, das spielt eher auf dem Flügel? Ja, ich habe auch hart mit mir gehadert, Kovnatski im Sturmzentrum zu packen. Aber ich glaube, Hennings als Sturmspitze wird, darauf könnte ich mich einigen. Und Kovnatski dann ins Mittelfeld zu packen oder auf den Flügel zu packen. Da wäre halt die Frage in unserer Diskussion eher auf links oder eher auf rechts. Weil man sagt ja, er hätte gerne auf der linken Seite gespielt, wo Ramon halt aktiv war. Ich sehe ihn halt eher als als Luke Bakio-Ersatz, weil als Luke Bakio-Ersatz fand ich ihn halt ein bisschen besser auf der rechten Seite, weil mit seinem starken linken Fuß ist das lange Eck halt wieder ein bisschen hübscher und attraktiver. Ja, ich würde Kovnatski eher ins linke Mittelfeld packen, was aber bei mir eher klassisch ist, von wegen, ja, linker Fuß, linkes Mittelfeld. Ich weiß, ich habe Kovnatski, sage ich mal, noch nicht gesehen, dass er den Robben macht und den Ball schön auf den linken Fuß legt und den dann ins lange Eck zimmert.
Da könnte man natürlich behaupten, ja, wenn er links spielt, kann er den Move nicht machen, weil er halt nicht rechts gespielt hat. Ja, Bernd hat auch einen besseren rechten Fuß als Arjen Robben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde, Kognacki ist ja eigentlich variabel, dann ist halt die Frage, wen packen wir dann auf den anderen Frühlügel, egal ob das jetzt links oder rechts ist. Ist es jetzt Suttner? Ist es jetzt Zimmer oder Zimmermann? Das Wikipedia jetzt Zimmermann auf rechts, deswegen ist Zimmer in der Verlosung. Tekpetai, Ampumann, hat Lovre vielleicht noch Außenseite Chancen, obwohl ich jetzt gelesen habe, oder eher gelesen ist falsch, aber obwohl ich jetzt gehört habe, soll eher nochmal verliehen werden. Aber es ist dasselbe wie letztes Jahr im Winter. Eigentlich will er sich bei uns durchsetzen oder halt chillen. Ich würde ehrlich sagen, ich würde Lovren mal spielen lassen, aber Funkel gibt ihm keine Chance, oder wie, er sieht ihn halt im Training. Vielleicht denkt und weiß er auch, dass das dann nichts wird, obwohl er eigentlich in der zweiten Liga bewiesen hat in seinen wenigen Einsätzen, dass er auch Qualität für mehr hat. Aber vielleicht ist es so eine Einführungssache. Funkel ist halt ein Einstellungstrainer. Wenn du halt Teil des Teams bist und motiviert bist und immer Vollgas gibst, hast du bei dem halt gute Karten. Bist du halt dann mit trainingsfaul und introvertiert und siehst halt eher schlecht aus. Also ich glaube schon, dass der Lovren sich anbietet, aber das ist, ich glaube trotzdem, der Lovren, der kommt halt an den Kovnatski, an den Tommy, an den Pekpetai, kommt der halt nicht dran. Der ist halt gefühlt schon seit 5 Jahren bei Fortuna und ist, glaube ich, immer noch keine, oder ist gerade mal 20. So. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, er könnte in den nächsten Jahren auf jeden Fall an ein Level von einem Rahman rankommen. Aber ob das jetzt seine Durchbruchssaison ist, das bezweifle ich. Dafür ist die Konkurrenz zu groß und Funkel macht halt keine Experimente mit Jugendspielern. Wir haben halt 5, 6, 7 Spieler, die theoretisch in Flügel spielen könnten. Wir haben Suttner, Wieselmann, Zimmermann, Kovnatski, Tommy, Tekpetai, Ampumann. Vielleicht habe ich irgendwie vergessen, aber ich komme gerade auf 8 Leute. Also ist das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich krass. Jetzt ist halt die Frage, ob wir ihn setzen wir. Jetzt sagen wir Zimmer oder Tekpetai. Weil Zimmer wäre für mich die defensivere Variante, während Tekpetai für mich halt die offensivere Variante ist. Und eigentlich spielt Fortuna eher defensiv mit Kontern. Also ich könnte mich als rechter Mittelfeldspieler mit Zimmer könnte ich mich einigen. Also dass dann Zimmer rechts, links Kovnatski und vorne im Sturm Henning spielen. Dann ist das soweit durch. So. Ja, wer auch viel üben muss oder viel arbeiten muss für Erfolg, ist so ein bisschen Lutz im Pfannstiel, weil 2020 laufen massive Verträge aus mit Rensing, Wiesner, Steffen, Gieselmann, Contento, Suttner, Zimmermann, Hoffmann, Brom, Borzek, Fink, Stöger, Barkok, Henning, Skujovic, Baker, Tommy, Kovnatski, also eigentlich fast alle. Bei Baker, Tommy und Kovnatski kann man noch anführen. Die haben eine Kaufoption, also das ist dann, die kann man dann vielleicht ein bisschen ausknabbern, aber sonst 15 Spieler, die nur einen Vertrag bis 2020 haben. Dann ist eine Menge Arbeit für ein Fanspiel. Ich denke mal, da wird einiges zusammenliegen, ob wir drin bleiben oder nicht. Kujovic muss jetzt in die zweite, bei Balkok ist halt so viel Licht wie Schatten. Wozzeck wird auch nicht jünger. Robin Bumut schafft den Durchbruch einfach nicht. Das eine oder andere Mal hörte man intern sowie extern von Leihen oder Verkäufen, aber wirklich passiert ist da auch nicht viel. Bei Suttner hat man gezielt gesagt, 1 Jahr lang. Ich glaube, die Contento, wenn er dieses Jahr nicht fit wird, dann ist es das Kapitel auch vorbei. Gieselmann, denke ich, außer er kommt ein lukratives Angebot im Winter oder für ihn gehaltsmäßig, bleibt er halt auch noch. Und halt, Wiesner wird halt fit, wird er gesund, wie geht sein Leben, wie ist die Karriere weiter. Michael Rensing könnte ich mir vorstellen, nur wie Zach Steffen, dass das nächste Saison vorbei ist. Und man sich dann umschauen muss, wer da ins Tor geht. Micha, so deine Einschätzung dafür, was denkst du, was passieren wird im nächsten Transferfenster? Ich denk mal, Hennings, Gieselmann werden auf jeden Fall verlängert und sonst wird sich halt zeigen, ob dann, je nachdem, ob man die Klasse hält oder ob man absteigt, kann man dann natürlich auch andere Forderungen stellen oder je nachdem, wie es halt im Winter aussieht, weil ich denke mal, die ganzen Vertragsverlängerungen passieren dann im Winter.
die ersten Angebote kommen eigentlich vor der Wintertransferphase, um auszuloten. Wenn du ein Angebot kriegst im Winter, gehst du oder bleibst du? Sieht es grundsätzlich aus, und wenn es heißt, ja, ich würde gerne gehen und euch eine Ablöse geben, okay, dann heißt es meistens, was willst du an Gehalt? Dann wird verlängert, dann wird verhandelt. Wenn es halt nicht klappt, dann geht der Spieler. Wenn nach dem Wintertransferfenster die Spieler nicht verlängert haben, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass sie bleiben. Kann natürlich passieren, dass ein Spieler ein Angebot hat von seinem Verein, gerne wechseln möchte für mehr Gehalt, aber das keiner bezahlen will, dann kann es dann schon mal sein, dass er dann doch noch verlängert, aber das ist eher dann nicht die Regel. Was auch nicht die Regel ist, dass wir dieses Jahr drei geile Trikots haben. Okay, das Torwart-Trikot sieht genauso aus wie letztes Jahr, da hat sich nicht viel geändert, aber wir haben das ein richtig geiles weißes Retro-Trikot mit dem schönen roten Schulterpolstern. Ja, wo ich der Meinung bin, so, okay, das ist ein Retro-Trikot, aber ich finde das weiße Trikot eigentlich bisschen langweilig, aber es ist halt Retro. Ja, aber das ist so immer, was Trikots angeht, habe ich immer das Gefühl, wenn ich Trikots cool finde, finden andere Leute die scheiße. Nein, und wenn ich die nicht so gut finde, dann sagen die Leute, oh, das ist richtig geil. Du hast halt diesen Retro-Sense nicht, weil du nicht dabei warst. Mein Vater, die anderen zwei Trikots, für die kannst du vergessen, egal wie viel geil das Auswärtstrikot ist. In drei verschiedenen Rottönen mit Gravierungen der Rheinbrücken packen. Dem ist es egal. Der hat dieses Retro-Trikot gesehen, damals live im Stadion, damals noch im Rheinstadion, hat er das live gesehen, vor weiß ich nicht wie viel tausenden Zuschauern. 6000 wahrscheinlich damals. Und das war geil, das war der Hammer, das war Weltklasse und zurück zu altem Ruhm, Bundesliga gegen Bayer Uerdingen. Ne, das ist für den so ein Flashback. Für mich ist es so, stilistisch ist es einfach schwach. Blank-weiß, Sponsor drauf, Logo drauf, roter Balken drauf, roter Balken oben über die Schulter. Sowas kreieren wir in PES, ne? Als Trikot, wenn uns nichts Besseres einfällt bei der selbst kreierten Mannschaft. Ja, aber das ist natürlich ein Flavor. Aber wenn wir uns jetzt sagen, okay, das ist Retro, das soll an die 125 Jahre von Düsseldorf, soll das so ein bisschen rangehen und deswegen macht man das. Ist eine geile Idee und dann ist das Trikot auch gut, ob es dir persönlich gefällt oder nicht. Mir persönlich gefällt das rote Trikot am besten, was die Rheinbrücken symbolisiert, hat sehr geile Details, ist in verschiedenen Rottönen gemacht. Also es sieht auf jeden Fall sehr geil aus und ich finde ein bisschen schade, dass das nicht unser Heimtrikot ist. Das sehe ich auch so. Bei dem weißen Trikot ist halt das ist halt schlicht. Das ist so dieses, was so an die traditionellen Fans geht, so die halt eher Bock haben auf so ein schlichtes Trikot. Das rote, das Auswärtstrikot, ist meiner Meinung nach auch das Schönste, weil das halt auch ein bisschen moderner ist und ich bin halt ein Freund von modernen Trikots, um mich mal wieder unbeliebt zu machen, zum Beispiel das Trikot von Mönchengladbach mit diesem komischen bunten Rauch. Das finde ich geil. Also ich weiß, das ist so, alle lästern darüber, dass das ja so scheiße aussieht, aber ich find's halt cool, weil es halt modern ist. Aber das ist dann wieder meine Meinung. Ich habe in meiner darüber gesprochen und aus Design-Aspekten, wie ich hier Designerin, da ist es halt so. Also das ist wirklich modern, das ist traditionell, ist halt Schlichtheit, aber Schlichtheit ist halt momentan in dem Massenspektrum nicht gewünscht, sondern du willst ein Massenspektrum halt haben, was auffällt, was individuell ist. Und ich finde halt auch, obwohl ich von vielen Fortuna-Fans gehört habe, dass sie das dritte Trikot, das schwarze mit der Farbe auch scheiße finden, ist es halt trotzdem geil, dass du so einen Marsch an die Fans machst, weil damit bist du praktisch der einzige Verein, der das macht. Ja, aber bei dem dritten Trikot, weil viele da ja gemeckert haben, ja, warum macht ihr das Trikot nicht komplett schwarz, dieses komische weiß-rote Ding auf dem Bauch, das macht das alles kaputt. Das ist hier die Fanfarbe. Ja, aber das ist so dieses, ich denke mir so, ja, aber ein komplett schwarzes Trikot. Wie oft gab's ein komplett schwarzes Trikot? Das ist doch... Hatte jeder irgendwann. Ja, jede Mannschaft hat... Was meinst du, warum es mittlerweile neongelbe, neonpinke, neongrüne, lila Trikots gibt? Und da ist so ein schwarzes Trikot mit einer Hommage an die Fanfahne doch einfach was Geiles, für mich zumindest. Ja, ich habe mir das Trikot bestellt und das müsste auch demnächst noch ankommen. Weil ich dieses Jahr wirklich gedacht habe, das Trikot finde ich geil. Es hat zwar ewig gedauert, bis ich ein Trikot gefunden habe, wo kein Sponsordruck drauf ist, aber das ist halt natürlich irgendwie ein Thema bei der Fortuna. Ja, ich würde auch behaupten, ich finde das schwarze Trikot auch richtig gut. Also ich sag mal so, ich finde alle Trikots richtig gut. Fand ich letzte Saison auch. Ich glaube, ich finde diese Saison die Trikots minimal
schwächer als letzte Saison. Das liegt aber auch nur daran, dass das weiße Trikot, sage ich mal, ich fand das weiße Trikot letzte Saison besser als diese Saison. Wie gesagt, ich mag halt moderne Trikots. Ich finde grundsätzlich, dass Fortuna eine Steigerung in dieser Zeit Bundesliga hat, zu dem, was es vorher war. Aber man hat jetzt sich mit dem Verein, also Trikots gemacht, die dem Verein naheliegen, Identifikation schaffen, die individuell sind, die so keine hat. Und das, finde ich, ist für einen Verein für Düsseldorf schon ziemlich krass und geil, wenn du andere Vereine siehst, wo irgendwie alle von Nike, von Puma, von Adidas irgendwie die gleichen Samples tragen. Das sind drei individuelle Trikots, die irgendwie auf ihre Art und Weise für jeden Geschmack geil sind, halt trotzdem toll sind. Also mir gefallen sie. Ob sie besser sind als letztes Jahr, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde das Ausweichtrikot geiler als letztes Jahr. Wo mir das Blaue sehr gut gefiel, aber das Schwarze finde ich halt doch nochmal ein bisschen mehr charaktervoll. Das Blaue war so ein bisschen zu viel Mode. Dafür finde ich zum Beispiel das Auswärtstrikot geiler und die Heimtrikots waren letztes Jahr für mich irgendwie gleichwertig. Also gleicht sich das Ganze halt irgendwie aus. Ja, ich würde auch behaupten, im Endeffekt sind sie, glaube ich, bei letzter Saison fand ich die Trikots richtig super. Die Saison finde ich die Trikots auch richtig super, auch wenn ich das Heimtrikot, wie gesagt, ein bisschen langweilig finde, aber ich finde es trotzdem gut. Das ist jetzt nichts, wo ich mir denke, boah, da kriege ich Augenkrebs und da muss ich mich übergeben, wenn ich das sehe. Es ist immer noch ein schönes Trikot. Ist die Chance groß, dass die Heim auch mal im Heimspiel spielen kann. So, jetzt haben wir eigentlich so weit alles fertig. Fortuna will noch einen Innenverteidiger verpflichten. Statt jetzt ist noch keiner gekommen, obwohl man da einen vorgesehen hat. Micha, denkst du, man wird da noch fündig werden, wie Zwangstil sagt, man hat da 4, 5 Kandidaten, wo man eigentlich nur wartet, dass man sich auf Vertragsdetails mit den Spielern einigt. Denkst du, dass das auch noch vor Ligastart klappt oder vor dem Pokalspiel klappt, also praktisch im Laufe dieser oder nächster Woche? Ja, eigentlich bräuchte Fortuna auf jeden Fall noch eine Innenverteidiger, weil mit Eihan, Hoffmann und Bormuth 3 Innenverteidiger, wo Bormuth auch wo man eigentlich sagt, ich glaube, man würde Bormuth gerne verleihen, aber dafür bräuchte man noch 2 weitere. Also, man bräuchte, glaube ich, noch 2 Innenverteidiger. Aber die Ironie wäre ja, wenn du sagen würdest, du verleihst Bormuth, weil Stöcker aus der 2. soll ja richtig krass überzeugt haben. Geht ein Funkel. Ja, aber das ist der Funkel. Also ich hab nein, ich weiß, ich mecker wahrscheinlich wieder zu viel über den Funkel. Also ich finde halt, Nachwuchsspieler haben unter Funkel nicht wirklich eine Chance. Weil selbst jüngere Spieler oder Talente nicht. Genau, das ist so, du hast einen Lovren und du hast einen Tommy. Und einen Lovren und einen Tommy, wenn die 1:1 gleich sind, dann wird Funkel den Tommy spielen lassen, weil der älter ist, weil der mehr Erfahrung hat. Und das ist halt was ich halt scheiße finde, weil ich denke mir, wenn du hast einen erfahrenen Spieler und einen jungen Spieler, und beide sind gleich gut, dann würde ich auf jeden Fall immer den jungen Spieler spielen lassen. Die gute alte Männer der Zeit. Ja, genau, das ist so zum Beispiel Robin Bormuth ist für mich, dem wird jetzt auch vorgehalten, dass er seine Chance nicht genutzt hat bei Fortuna, aber da hat er auch nicht wirklich eine Chance. Das ist also in der Runde war er noch regelmäßiger da in der Stadt 11, durch Verletzungen etc., aber in der Rückrunde kommt er irgendwie nur auf eine Halbzeit-Spielzeit. Ja, Bormuth ist für mich einer, den könntest du locker einfach mal 90 Minuten spielen lassen, der wird seine Sache gut machen. Für mich sind zum Beispiel Bormuth und Hoffmann, das ist qualitativ kein großer Unterschied, aber Funkel sitzt halt immer auf Hoffmann, weil Hoffmann halt mehr Erfahrung hat. Und das ist halt was mich persönlich ärgert. Zum Beispiel genauso wie Ioa. Ein Ioa, der würde, glaube ich, auch, wenn du den mal in der Bundesliga einwechselst, sag ich mal so, wechselst den in der 77. Minute, wechselst du den ein, der wird seine Sache ordentlich machen und der wird auch seine Akzente setzen. Aber dann denkt sich der Funkel, nee, ich hol lieber einen Tommy, wir holen lieber 3, 4 Spieler für die Flügel und gucken dann, was passiert, als dass wir auch jemanden setzen, genau, der ein Jahr Mitte und Flügel bei der 2. Liga gespielt hat, weil der ist ja bei uns als Jugend und wird ja unter mir selbst auch nicht so viel gespielt. Funkel lässt halt lieber einen Botzek in die Innenverteidigung rücken, als einen Bormuth aufzustellen. Und das ist genau, ich sag mal so, das ist praktisch der Punkt, dass du lieber einen Botzek
in die Innenverteidigung packst, als einen Bormut spielen zu lassen, weil ein Botzek halt mehr Erfahrung hat. Aber das finde ich ja so konträr, dass unser Sportvorstand Lutz Pfannstiel halt irgendwie eine gegenläufige Transferpolitik macht. Funkel steht auf alte, ältere, erfahrenere Spieler auf Bundesliga-Niveau, die halt die Qualität haben, die Übersicht haben, die Zeit haben, die wissen, worüber reden, motiviert sind, laufen und sich für die Mannschaft einsetzen und teamfähig sind. Darauf steht viel im Funkel. Irgendwie holt Lutz Pfannstiel junge Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, die sich wenig oder noch nicht in Europa bewiesen haben oder in der Bundesliga bewiesen haben, von Kontakten oder Empfehlungen von Pep Guardiola. Also das steht genau gegenüber. Also es ist eigentlich die perfekte Mitte, wie unser Kader aktuell zusammengestellt ist. Oder siehst du außer der Innenverteidigerposition eine Position, wo du sagen würdest, da muss der Lutz noch einholen? Ja, es geht eigentlich nicht. Also ich würde sagen, auf der Innenverteidigerposition brauchst du auf jeden Fall noch einen. Wo ich mir denke, dann wird bestimmt irgendein 28- bis 30-jähriger Innenverteidiger, der irgendwie schon Bundesliga-Erfahrung hat, also die, geholt. Also von denen ich weiß von 5 und Lutz Pfannstiel weiß von 4 oder 5, was auch komisch ist. Aber das sind alles Linksfüße und die jüngste von denen wäre 24. Käme aus Frankfurt. Ja, ist das der Fallett oder Fallet heißt der. Ja. Was für mich natürlich, das wäre für mich natürlich ein überragender Spieler, wo ich dann auch sagen würde, ja, schade Hoffmann, das war's mit deiner Stammposition. Aber wer halt qualitativ krass genauso wie Udokai. Bei Udokai ist aber das Problem, dass Wolfsburg den nur verkaufen will und nicht verleihen will. Aber ich würde halt behaupten, auf der Innenverteidigerposition brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Im defensiven Mittelfeld würde ich sagen, ja, vielleicht, je nachdem, ob du mit einem oder mit zwei defensiven Mittelfeldspielern spielst. Wir haben halt viele Leute, die das können. Das ist halt ein Vorteil von uns. Morales kann das, der ist halt eher, er antizipiert halt eher Passwege und Laufwege. Subotka ist halt genauso wie Bozek jemand, der auf den Mann drauf geht. Fink könnte das auch, wie er das mittlerweile interpretiert, weiß ich nicht, weil irgendwie mutiert er in seinem hohen Alter noch zum Mittelstürmer. Theoretisch könnte auch, wenn der Innenverteidiger kommt, auch noch einen Eihahn aufrücken oder einen Hoffmann. Funk hat sich letzte Saison eher für Hoffmann entschieden, dass der aufrückt, weil der halt defensiver agiert als Eihahn im Mittelfeld. Und für mich ist halt momentan die einzige Position, wo wir unterbesetzt wären, außer der Innenverteidigung, wäre halt die zentrale Stürmer mit Hennings. Vielleicht noch Kovnatski, aber ansonsten hättest du halt wieder nur noch so, wo du sagen könntest, ach ja, der und der könnte das auch. Wäre halt nicht so wie, ach, das ist der beste Mittelstürmer, den es ever gab, sondern, ach ja, der könnte das auch spielen, der hat das in der E-Jugend mal gemacht. Ja, weil ich bin ja der Meinung, wir haben im Sturm, haben wir Hennings, der meiner Meinung nach gesetzt ist, dann haben wir Kovnatski, Kovnatski ist ja eigentlich auch ein Stürmer. Aber der hat ja das Tempo und die Dribbelstärke, ja, für den Flügel. Deshalb in der polnischen Nationalmannschaft links oder rechts spielt. Ja, aber in der polnischen Nationalmannschaft, wenn du hast halt Lewandowski vorne. An Lewandowski kommst du vorne nicht vorbei. Ja, bei der U21 spielt zentraler Mittelstürmer. Ja, aber ja, das ist ja dann so diese Mario Götze Position. Meiner Meinung nach haben wir Hennings, Kovnatski und Karaman als Stürmer. Ich habe Karaman eben in der Besprechung komplett vergessen. Ja, Karaman ist eigentlich ein Spieler, den ich auch vergisst. Nein, Karaman ist für mich so ein Spieler wie Zimmer. So, wo ich mir eigentlich denke, auf der einen Seite ist der überragend, aber auf der anderen Seite macht der so viel Risiko, dass es auch mal wieder in die Hose gehen kann. Vielleicht könnten wir das, der Karaman hat ja Anfang der Saison noch eher zentral oder auch Flügel gespielt und gegen Ende der Saison eher schon Zentrum als zweite Spitze. Wenn wir das als Denkanschluss nehmen würden und sagen würden, wir haben drei Stürmer auf 1 mit Hennings, sagen wir Kovnatski auf allen drei Positionen, je nach Verletzung, Fitness, Frische. Und wenn Kovnatski halt ausweicht auf den Flügel und dann halt keiner in der Spitze ist, geht halt Rahmen irgendwie in Kammer.
Du bist sowas von 2019, ne? Ja, den Spiel, über den wir jetzt nicht sprechen, im Blauen Trikot, der fährt auch mit. Das ist auch, da können wir gleich nochmal drüber reden. Dann packen wir Karaman in die Mitte. So, das ist das Thinking. Also, wenn Heinings verletzt ist und Kovnatski auf den Flügel muss, kommt halt der Karaman in die Mitte, weil der halt eine gute Saison gespielt hat und der halt so ein bisschen seine Form gefunden hat. So, ja. schließen wir die Kaderspekulation ab. Du würdest gerne in den Kommis schreiben, schreibt es ja jemand im Projekt von podcast@gmail.com. Gerne auch eine Nachricht auf dem Twitter, Hashtag Megafon95 oder halt natürlich in so Facebook-Gruppe Megafon95-Gruppe und da könnt ihr auch mit uns diskutieren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wir haben auch Bock auf euch und wir haben auch Bock darauf, dass ihr uns eine 5-Sterne auf iTunes hinterlasst. Mich jetzt sieht schon wieder komische Grimassen, weil ich iTunes hochleben lasse. Nein, weil ich bin pumped. Ich will wegen Grammann. Du willst über Billy Grammann reden. Ja. Und anstatt über Billy Grammann zu reden, sprechen wir einfach über deinen Klickenko-Tipp, wo Fortuna am Ende der Saison landen wird. Ich würde sagen, auf Platz 13. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine schwerere Saison als diese Saison, weil ich glaube, dass die Fans natürlich haben die Fans höhere Ansprüche, ja, die Fans haben alle andere höhere Ansprüche. Aber das ist so dieses, vor allem die Sky Reporter haben höhere Ansprüche und die ändern ihr Programm, um eigentlich das Produkt zu verbessern, aber eigentlich um Geld zu sparen. Scheißegal. Aber es ist halt, ich denke mal, Fortuna wird auf Platz 13, 14, vielleicht 12 landen, wenn man eine gute Rückrunde erwischt irgendwie. Aber man wird es halt knapp schaffen, weil ich sehe halt Paderborn bis jetzt mit ziemlich viel mit Fragezeichen und ich weiß, boah, das muss ein Lieblingsstück sein. Union Berlin, scheiße, was da abgeht. Und Köln, die haben halt Anthony Modest, die haben Simon Terodde, aber Simon Terodde hat schon zweimal bewiesen, dass er in der Bundesliga halt kein Goalgetter ist. Anthony Modest war jetzt ein Jahr auf der Bank, davor war er in China. Also auch Fuck You und Cordoba hat nicht gespielt, der soll vielleicht sogar noch wechseln. Und Kingsley Schindler hat vor kurzer Zeit noch die zweite Bundesliga gespielt, ob der soweit krass helfen kann. Auch keine Ahnung. Also sehe ich uns tatsächlich mit der gleichen Spielanlage wie letzten Jahr, wenn wir das so ungefähr beibehalten, weil das kannst du nicht ungefähr stoppen, nichts, wo du dich beinstellen kannst. Sehe ich uns nicht so krass gut wie letztes Jahr, aber ich sehe uns tatsächlich schon nicht auf der Abstiegsspitze. Ja, mein Problem ist, ich glaube auch, Paderborn, das wird nichts, glaube ich. Das wird, ich glaube, Paderborn wird so wie Nürnberg dieses Jahr, so dass man irgendwie, man kommt gut rein, aber im Endeffekt steigt man ohne irgendwie was einen Eindruck hinterlassen zu haben ab. Bei Union Berlin, glaube ich, ich glaube Union Berlin wird eine Mannschaft sein. Die werden auf jeden Fall ein paar Spiele drin haben, wo die auf jeden Fall die Ausrufezeichen setzen. Also so Marke Fortuna gewinnt 2-1 gegen Dortmund am 17. Spieltag, was die erste Niederlage gegen Dortmund ist, oder Marke 3-3 gegen Bayern. Aber im Endeffekt wird es halt nicht reichen. Und dann wird es natürlich auch wieder eine Mannschaft geben, die überhaupt nicht damit rechnet, unten reinzurutschen. Die gibt's aber immer. Ja, die im Mannschaft gibt's immer. Aber ich glaube, für mich wäre das tatsächlich dieses Jahr wieder Schalke. Nee, und ich glaube, Schalke dreht dieses Jahr wieder auf, aber. Ja, aber wenn Schalke, also normalerweise sagst du ja, wenn eine Mannschaft eine geile Vorbereitung spielt, spielen die eine scheiß Saison. Wenn die eine scheiß Vorbereitung spielen, spielen die eine geile Saison. Schalkes Vorbereitung ist gespickt mit Verletzungen, Spielerfreistellungen, Kaderaussortierungen, Spielern, die betrunken Lamborghini fahren. Ich weiß gar nicht, wen er gemeint ist. Und mal gucken, was da passiert. Ich freue mich auf jeden Fall über die Saison. Ja, also ich behaupte, Fortuna bleibt drin. Es wird, glaube ich, aber nicht so souverän wie jetzt letzte Saison. Jetzt möchtest du noch mit dem Spieler sprechen, der betrunken Lamborghini fährt. Ich habe dazu keine Quellen. Ich werde dazu nichts sagen. Aber mich, das ist, was Rahman jetzt angeht, ne? Ist ja. Für mich was, wo wieder Leute über den meckern, was das, wo ich, okay, Busa, ich bin der Meinung, Rahman hat bei Fortuna eine überragende Leistung gezeigt, hat immer gekämpft für den Verein und macht jetzt halt den nächsten Schritt, also wechselt er den Verein.
was für Fortuna normal ist, weil bei Fortuna, niemand wird bei Fortuna spielen und denken, das ist der Endpunkt meiner Karriere, sondern also ich weiß, mit Fortuna wirst du nicht Champions League spielen. Das ist das halt nicht, aber ich weiß von 3-4 Spielen, die sagen, bei Fortuna, also wie es aktuell läuft, würde ich tatsächlich gerne meine Karriere beenden. Ja, aber das sind Spieler, die halt auch nicht die Qualität haben, Champions League zu spielen. So. Oder zumindest den Anspruch nicht mehr haben. Ja, genau, aber das ist halt, für mich ist Rahman, weil Rahman auch wieder so viel vorgeworfen wird. Das ist so, das ist ja okay. Er hat seine Leistung für Fortuna gezeigt, ist dann zum Vorstand gegangen, hat gesagt, ich habe ein Angebot von Schalke, ich würde gerne wechseln. Der Vorstand hat gesagt, ab Summe X, was laut Medien 15 Millionen war, kannst du gehen. Im Endeffekt hat man sich dann angeblich auf 13 Millionen geeinigt. Und Tech-Partei verrechnet. Und Tech-Partei plane. Aber das ist so dieses, dass dem Rahman jetzt irgendwie Hass gegen, also dass dem jetzt irgendwie Scheiß hinterhergeworfen wird, wo ich mir denke, der hat nichts, meiner Meinung nach hat er nichts falsch gemacht. Das ist halt das Fußballgeschäft. Er hat sich eingesetzt für einen Verein. Er ist zu gut für Fortuna Düsseldorf. Das muss ich akzeptieren. Das ist ein Grund, warum wir nicht hier sind. Daher gucken wir halt ein bisschen distanzierter auch manchmal auf Fortuna zurück, weil wir auch schon Kritik bekommen. Worauf ich hinaus will, ich kann verstehen, dass Fortuna-Fans boos sind, dass Benito Rahman wechselt, weil Benito Rahman war durch seine Fanliebling, durch seine geilen Sprints, seine geilen Dribblings, seine Tore. Ich kann das verstehen. Ich kann auch verstehen, dass er sagt, ich will in den nächsten Karriereschritt gehen. Und Fortuna sagt, okay, ja, für Summe X machen wir das, und jetzt hat man sich auf die Liga einigt. Was ich halt schade finde für Benito Rahman, ist, dass er praktisch mit den Skandalen da weitermacht, wo er vor Fortuna aufgehört hat. Und jetzt ist er halt in Schalke oder auf Gelsenkirchen, das muss ich ja sagen, weil du ja halt da schon sitzt hast. Und jetzt ist halt dann da das Ding, dass der halt auch irgendwie die Leistung nicht zeigt und zum Training zu spät kommt, obwohl im gleichen Team ist wie alle anderen. Betrunken im italienischen Sportwagen erwischt wird und angehalten wird. So Zeug halt. Lagst halt an Friedhelm Funkel, dass er sogar gespielt hat? Oder meinst du, er kann dieses Jahr trotz der ganzen komischen Sachen auf Schalke eine geile Saison spielen, wie er das bei uns getan hat? Ja, das weiß ich nicht, weil er hat halt seine Leistung gezeigt. Dementsprechend hat er es verdient, den nächsten Schritt zu machen. Also wenn es die nächste 100 Jahre DVD-Bundesliga gibt, ist er dabei. Ich glaube schon. Nein, das Ding ist halt, mich nervt das halt, dass Leute wirklich denken, dass, natürlich, ich find's auch schade, dass Benito Rahman nächste Saison nicht mehr bei uns spielt, aber ich gönne es ihm. Ich denke mir, er hat so viel geleistet für den Verein, ich gönne es ihm, das Vierfache zu verdienen. Der war jetzt 2 Jahre ziemlich geil. Ja, 2,5 Jahre. Da fängt jetzt ungefähr irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen. Ich finde, er hat seine Leistung gezeigt und er hat gewechselt, er hat es verdient und ich find's halt schade, dass er nicht mit bei uns spielt, aber ich denke mir, cool für dich, dass du den nächsten Schritt machst. Aber natürlich ist Fortuna auch eine Mannschaft, die halt bodenständig ist. Schalke ist da natürlich anders und ich glaube, dass der bei Schalke auch eher die Tendenzen hat, dass er vielleicht ein bisschen abhebt, was halt bei Fortuna nicht der Fall war. Bei Fortuna war halt die komplette Verein so, bleib mal ruhig, wir spielen gegen den Abstieg und bei Schalke ist halt Funkel, der halt der komplette, wie sagt man das auf Deutsch? Friedhelm Funkel ist halt der komplette Underperformer. Das ist halt der sagt so, es wird schwierig und das Spiel und wir müssen vorsichtig sein, defensiv und wir haben nicht die Qualität, deswegen müssen wir das und wir müssen vorsichtig sein, wir müssen kämpfen, wir müssen dies, wir müssen üben, wir müssen also 300% geben und das ist halt Friedhelm Funkel. Ja, Friedhelm Funkel ist halt einer, der weiß, Fortuna hat die Qualität, 15. zu werden. Redet aber so, als hätte Fortuna gerade die Qualität, 18. zu werden. Aber das ist so dieses typische Friedhelm Funkel-Ding, dass der weiß, der Kader, wenn es gut läuft, hat der Kader die Möglichkeit, Platz 15, 14, 13, 12. zu werden, weil ich bin der Meinung, der Kader hat auf jeden Fall die Qualität, 12. zu werden, wenn es gut läuft. Aber Funkel ist einer, der redet immer vom schlimmsten Fall. Der redet immer, wenn alles scheiße läuft, wenn am Ende alle Torhüter verletzt sind und Wiesner mit einer kaputten Schulter Stammtorwart ist. Und vorne im Sturm muss dann einer aus der A-Jugend spielen. So. Und dann wird man leider nur 18. So. Und Funkel hat halt die Qualität, der Mannschaft einzureden. Ihr habt alle nur die Qualität, 18. zu werden. Also zeigt denen, dass ihr auch schafft, 15. zu werden. Das ist für mich sowas.
Ich habe das Gefühl, Funkel labert immer alles runter. Der sagt immer, nee, wir sind kacke. Wir müssen stolz sein, in der Bundesliga zu spielen. Wo ich mir denke, ja okay, aber natürlich bin ich stolz, Bundesliga zu spielen. Nächste Saison wird eine scheiß Saison und es wird hart. Es wird härter als diese Saison. Aber trotzdem habe ich bin trotzdem der Meinung, Fortuna ist von der Qualität her auf jeden Fall Platz 15, 16. Vielleicht sogar 14. Aber Funkel redet die Mannschaft halt, wir sind Platz 16. Und der redet der Mannschaft ein, wir sind Platz 18. Und jedes Spiel, das wir gewinnen, ist ein Jesus ist auferstanden. So ungefähr. Und wenn man dann 2-3 Spiele gewinnt und man dann 2-3 Mal gehört hat, jetzt ist Jesus aufgestanden, dann denkst du dir, boah, wir sind so geil, wir haben Jesus zum Auferstehen gebracht. Und dann haust du auf einmal Dortmund weg und dann spielst du auf einmal unentschieden gegen Bayern. Aber das ist so dieses, ich weiß nicht, ob die Mannschaft dich einfach drauf einlässt, weil ich als Außenstehender habe das Gefühl, der redet extra alles runter, damit, wenn was Durchschnittliches passiert, er sagen kann, guck mal, das war richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das ist so dieses, wenn du immer sagst, alles ist auf Level 1, oder machst du irgendwas, was Level 3 ist, dann bist du auf einmal überragend, obwohl eigentlich Durchschnitt ist Level 3, aber du redest, obwohl du Level 3 bist, redest du allen ein, du bist nur Level 1. Das ist so ein bisschen, ja. Du spielst bei FIFA, spielst du Profi, aber du redest den Leuten ein, die spielen Amateur, und wenn die dann gegen Profi gewinnen, dann denken die sind noch mehr überragend, als sie eigentlich sind. So. Das ist eine gute, sehr, sehr gute Analogie. Und ich würde einfach sagen, die nächste Folge kommt irgendwann nach dem ersten Spieltag. Genau das Datum haben wir leider für euch noch nicht. Vielleicht kommt auch zwischendurch nochmal eine Folge zu der zweiten. Da konnte ich mich mit dem Jens leider auch noch auf keinen Termin so richtig einigen. Vielleicht kommt dann auch nochmal irgendwas für euch hoch. Auf jeden Fall wird da irgendwann irgendwas kommen zur zweiten. Ich bitte euch da um Geduld. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die uns bei Social Media folgen. Die haben bestimmt schon gemerkt, dass ich da jetzt in letzter Zeit versucht habe, ein bisschen aktiver zu werden. Und ein bisschen mehr gepostet hab, egal ob das jetzt Instagram, Facebook oder Twitter war. Dementsprechend guckt da mal rein. Da kommen jetzt auch zwischendurch ein paar Infos. Ja, wir wollen da auf jeden Fall aktiver werden und da ein bisschen mehr Diskussionen anregen. Weil eigentlich ist mir ja mein Wunsch, dass wir bei Facebook, Twitter und Instagram ist halt eher, ich weiß nicht, da können wir auch gerne diskutieren, aber Instagram ist halt eher so, das machen wir gerade Dings, aber dass wir bei Facebook und Twitter halt so über Sachen diskutieren, dass wir die auch in die Folgen einbauen können, dass wir dann irgendwie mehr Feedback haben, weil, ich sag mal so, mehr Meinungen sind immer besser als zwei Meinungen, weil wir beide haben halt immer unsere Meinung, aber wenn man dann irgendwie von der Community hört, dass die Meinung ist scheiße, weil das und das, dann kann man darauf auch aufbauen in Folgen. Und dementsprechend guckt in unsere Megafon 95 Facebook-Gruppe rein. Schreibt uns gerne auch bei Twitter. Twitter! Megafon 95. Ich mache einfach weiter. 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Wir würden uns echt freuen. Wir würden es euch hypen. Wir laden euch zur Sendung ein. Wir geben euch ein Bier aus dem nächsten Fortuna-Spiel. Fucking scheißegal. Wir müssen diese iTunes-Charts. Das ist so meine Meinung dazu. Sorry, Micha. Ich bin gerade ein bisschen zu hyped. Aber um die Folge abzuschließen. Das ist das Kokain. Also, bei meinem neuen Arbeitgeber kann ich sowas nicht mehr machen. Ja, aber das war eine Metapher für Wodka Energy. Da sagt man ja auch, das hat Wirkung wie Kokain. Das ist jetzt nur, weil ich jetzt mir die Haare blond gefärbt habe. Geht's auf einmal ab, ja, mit das mir? Das ist die Midlife-Crisis. Ja, ich bin jetzt noch nicht 30 und hab schon die Midlife-Crisis. Das heißt, du wirst nicht so alt, wenn du nicht mal 30 bist und dein Mitleid. Ja, ich hatte Angst, ich hatte auch so einen Club, der 27er zu geben, wie Amy Winehouse, aber es hat nicht geklappt. Gehen wir mal weiter. Du wolltest noch über das Wort Transferfenster sprechen. Ja, das war aber eher ironisch, weil ich finde das Wort Transferfenster macht überhaupt keinen Sinn. Das war so, kennt ihr so Abende, wo ihr irgendwie bisschen was getrunken habt und dann nach Hause kommt und dann liegt ihr im Bett und könnt nicht schlafen und dann denkt ihr nach und dann guckt man irgendwie bei Twitter und dann liest ihr irgendwie, ja, das Transferfenster ist noch so lange und so lange offen und ich denke so, Transferfenster ist irgendwie ein scheiß Wort, das macht ja keinen Sinn. Das Wort, warum Fenster? Also, müsstest du sagen Transferpunkt, aber es gibt ja keinen festen Transferpunkt, sondern es gibt einen
Zeitraum in den Transferstart bindest. Also ja, aber warum sagt man dann nicht, das ist der Transferzeitraum, sondern Fenster, weil du hast man macht ein Fenster auf. Ja, genau. Und dann kann man raus und reinklettern, wie man will, aber genau. Warum sagt man nicht Tür? Aber weil irgendwann ist es weil zu. Aus dem Fenster fällst du ja runter, weil dann brichst du dir ein Bein. Du kannst, kannst ja nach dem Deadline Day, also nach dem Transferfenster immer noch durchgucken. Es hat nur jetzt zu, kommt halt nur nicht mehr raus. Ja, aber das ist halt die deutsche Wortbildung. Deutsch ist eine Scheißsprache. Und jeder, der von euch denkt, dass Deutsch eine geile Sprache ist, gibt uns auf YouTube ein Abo, eine Glocke. Nie rozumiem to wszystko, nie? Um mal ein bisschen anders Kultursprache einzubauen. Dzień dobry, nie rozumiem to wszystko, nie? Dawaj, Wodka. So. Facebook-Gruppe joinen, teilen, liken, Twitter. Diskutiert mit uns. Sagt uns, was wir in der nächsten Folge sagen sollen. Oder wie wir euch einbauen sollen. Sagt uns, wie geil wir sind, und wir sagen euch, wie geil ihr seid. Ihr sagt uns auch gerne, was wir scheiße machen, und dann können wir das dann nicht besser machen, weil nur wenn ihr uns sagt, es ist scheiße, dass ihr immer über Transferfenster redet, dann wissen wir ja, okay, dann machen wir das in Zukunft nicht mehr, also auch wenn ich es lustig finde. Wir wissen ja, dass wir nicht mehr so krass über Michael Renzing sprechen sollen. Zum Glück ist ja. Zachary Steffen demnächst Stammtalk, deswegen müssen wir nicht mehr über Michael Renzing sprechen. Henning ist ein guter Zweitligatorwart. Weiß, dass er sich selbst als Stammkeeper sieht? Ja, aber das ist... Fortuna ist ja auch eigentlich eine Mannschaft, die nicht unbedingt in den nächsten 10 Jahren Bundesliga spielen wird. Also, damit wünsche ich euch noch viel Spaß für den ersten Spieltag und den DFB-Pokal. Wir hören uns irgendwann danach wieder. Wir werden uns auf Instagram, Twitter und Facebook werden wir euch Bescheid geben, wann die nächste Folge ausschreiben. Wir werden einen Hype dazu auslösen. Vielleicht nehmen wir auch nochmal einen kleinen Trailer auf, dass ihr noch ein paar Highlights aus der vergangenen Saison von uns hört. Wir gucken mal, was passiert. Wir sind auf der Welle und lassen uns so ein bisschen... Also wenn wir bis zur nächsten Podcast-Aufnahme ungeschlagen sind, dann verlosen wir was. Und wenn es nur Sticker sind, irgendwas verlosen wir. Ey, ich habe noch eine Luftballon mit einem Smiley. Also dem Fuki gefällt das. Ihr kriegt einen Fineliner in Olivgrün. Ihr sagt das nicht, aber mein Fineliner in Olivgrün ist in meinem Büro. Also, vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Ich bin der Rampendribbler auf Twitter, der Michael ist @Schwinski8 auf Twitter. Wir sind Megafon95, der Fortuna Fancast, und sagen auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Gut, kick in die Runde. Und es war viel zu lang, aber bis dann.